Vor wenigen Tagen hatte ich ein Gespräch mit einem Trostsuchenden. Und er stellte mir die Frage. Er sagte, bei all den Menschen, die auf der Welt leiden, und viele von ihnen, die schlimmer als ich leiden, und der Bruder ist hart geprüft, warum sollte Allah mir helfen? Und er erwartete eine gewaltige Antwort. Und ich sagte ihm, Bruder, verzeih mir, die Antwort ist wirklich so einfach, wie ich sie dir gebe, gemäß dem, was ich zumindest weiß. Sei also nicht überrascht, dass du keinen Roman hörst. Und ich sagte, weil Allah barmherzig ist. Wichtig für uns zu wissen, liebe Geschwister. Manchmal, wenn wir geprüft werden, vergessen wir dies. Und weiter sagte ich ihm, weil Allah allmächtig ist. Und das ist auch wichtig für uns zu wissen. Wir dürfen niemals an der Allmacht Allahs zweifeln, noch an seiner Barmherzigkeit. Allah Ta'ala, er sprach in einem Hadith Qudsi, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, fasa'aluni fa'a'taytu kulla insanin mas'alata, ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Allah Ta'ala spricht, O meine Diener, wenn der Erste von euch und der Letzte von euch, von den Menschen und von den Dschinn, also allesamt die geprüften Wesen, alle Menschen und alle Dschinn, sich auf einer Ebene versammeln würden und jeder Einzelne würde Allah Ta'ala bitten. Und wir kennen uns, ja, wir sind unersättlich, wir werden niemals satt. Und Allah Ta'ala würde jedem Einzelnen von ihnen geben, so spricht Allah in einem Gleichnis, so würde dies von dem, was bei Allah ist, nichts nehmen, so wie die Nadel, die in den Ozean getaucht wird, nichts vermag vom Ozean zu nehmen. Die Nadel in den Ozean getaucht und wieder rausgenommen, was hat sie vom Ozean genommen? Nichts, liebe Geschwister. Allah Ta'ala ist allmächtig und Allah Ta'ala ist barmherzig. Und dennoch, liebe Geschwister, dennoch hat er für uns vorgesehen, dass wir geprüft werden. Es hat nichts mit diesen beiden Eigenschaften zu tun, beziehungsweise die Barmherzigkeit ist auch in der Prüfung mit involviert natürlich. Natürlich hat seine Barmherzigkeit mit unserer Prüfung zu tun. Denn sie geschieht aus Barmherzigkeit und innerhalb der Prüfung begleitet er uns durch seine Barmherzigkeit. Und für unsere Mängel und Schwächen im Ertragen der Prüfung begegnet er unserer Reue wieder mit Barmherzigkeit. Aber die Prüfungen, die wir durchleben müssen, liebe Geschwister, haben vor allem auch mit seiner Weisheit zu tun. Mit seiner Entscheidung und mit seiner Weisheit zu tun, dass jeder von uns geprüft werden wird. Und welche Geschichte könnte uns dies näher erklären als die Geschichte von Ayub alayhi salam? Dem Gesandten, dem Propheten Ayub alayhi as-salam. Allah Ta'ala erwähnt deswegen auch im Koran, es heißt im Koran, وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. Und gedenke unseres Dieners Ayub. Der Prophet sollte ihn erwähnen. Der Prophet sollte, sallallahu alaihi wasallam, seine Geschichte unter den Sahabis berichten, damit sie diese Lektionen daraus ziehen und sie weiterleiten. Und Ayub, er sprach, als er zu seinem Herrn rief, mich hat der Scheitan mit Mühsal und Pein heimgesucht. Mich hat der Scheitan mit Mühsal und Pein heimgesucht. Was war das für eine Mühsal? Der Prophet berichtet, sallallahu alaihi wasallam, und heute sind alle Hadithe sahih, bis auf einen, der Hassan ist, den werde ich anmerken. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die Prüfung von Ayub 18 Jahre andauerte. Na, rechnet mal das zu Hause aus, 18 Mal
die Tage, die ein Jahr hat. Nehmt ein Mondjahr, nehmt ein Sonnenjahr. Was kommt dabei ungefähr raus? Ja? Mehr als 6000 Tage währte die Prüfung von Ayub alayhi as-salatu as-salam an. Und der Prophet sagte, dass in dieser Prüfung drei Menschen ihn besuchten. Nur drei Menschen. Zwei von ihnen werden wir gleich näher behandeln. 18 Jahre lang hast du niemanden außer drei Menschen. Ibn Kathir, er berichtet in seinem Koran-Kommentar, dass diese Prüfung von Ayub eine multiple Prüfung gewesen ist. Er war zuvor reich und Allah Ta'ala hat ihn weltlich gesehen arm gemacht. Ayub alayhi salam, er war zuvor gesund und Allah Ta'ala gab ihm zahlreiche Krankheiten. Und mit Reichtum und Gesundheit, und er war ja auch als Prophet unter seinem Volk bekannt, geht natürlich einher, dass man auch eine angesehene Person ist. Ist es nicht so? Ja, man sagt, Kleider machen Leute. Aber er verlor auch diese Kontakte in dieser Prüfung, wie gesagt, bis auf drei. Und seine Frau, sie arbeitete als einfache Arbeitskraft, um in dieser Welt überleben zu können. Und das ist natürlich auch nochmal eine Prüfung für einen Mann, die Frau in dieser Art und Weise arbeiten zu sehen. Sehr harte Prüfung, liebe Geschwister. Wie lange? Über 6000 Tage. Ja, wir kennen das, wenn wir mal Bauchschmerzen haben, wenn wir mal Kopfschmerzen haben, wenn wir mal Geldprobleme haben. Ja, und das sind mehr oder weniger Probleme, zumindest uns betreffend, in der Regel, die wenige Tage, Wochen, ja, seltenst langjährige Probleme sind. Bei Ayub alayhi salam 18 Jahre. Und es kam dazu, dass man ihn aus dem Dorf ausgeschlossen hat und er dort lebte, wie Ibn Kathir berichtet, wo man sich des Mülls entledigt. Ja, stellt euch das zusätzlich vor, auf diese Art und Weise zu leben. 18 Jahre. Und er bat, ja, Allah Ta'ala darum, in den Worten, oh mein Herr, der Scheitan hat mich mit Mühsal und Pein heimgesucht. Ibn Kathir sagt, Allah prüfte ihn. Ja, und wir wissen, die Prüfungen kommen von Allah. Aber was sagte Ayub alayhi salam? Seht ihr, bei einer Prüfung gibt es immer zwei Aspekte. Der eine Aspekt, dass der Scheitan dadurch versucht, eine Person in Versuchung zu bringen. Es gibt unangenehme Aspekte einer Prüfung. Und diese unangenehmen Aspekte dieser Prüfung, nur die erwähnt Ayub. Sagt, ja, der Scheitan, ja, er sucht mich heim seit 18 Jahren. Er bittet um eine Änderung bei Allah, die wir näher gleich auch besprechen werden. Obwohl wir wissen, dass die Prüfung von Allah kommt. Und dies, liebe Geschwister, hat damit zu tun, dass die Propheten, und wir sollten ihnen folgen, stets von Allah Ta'ala nur das Beste meinen. Ja, und wie könnte ein Prophet, ja, diese Unhöflichkeit besitzen, Mühsal und Pein mit dem Schicksal Allahs zu verbinden? Ja, rein sprachlich sei es allein in den Bittgebeten. Ja, sondern der Prophet, er sieht das Positive. Der Prophet, er sieht die Gnade, die Vorteile in der Prüfung. Und das bestätigt auch der Tafsir, der Koran-Kommentar von den beiden Großgelehrten, ja, die den Namen Jalaluddin trugen, ja, Tafsir al-Jalalain. Der Koran-Kommentar von denen, die Jalaluddin hießen. Aus Höflichkeit, aus Respekt vor seinem Herrn, erwähnt Ayub die Prüfung in Verbindung mit dem Scheitan und nicht in Verbindung mit Allah Ta'ala. Was sind denn positive Aspekte einer Prüfung? Ibn Kathir überliefert, dass Ayub, als er alles weggenommen bekommen hat, was man in der Dunya bekommen kann, an Gaben, dass Ayub sagte, oh Allah, ich danke dir. Ich danke dir, denn jetzt hast du mich befreit für die Beziehung zu dir.
Ich bin jetzt befreit. Man hat keine Dinge, die einen ablenken könnten. Die niemals abgelenkt haben. Als Freund Allahs. Als Waliullah. Als Nabiullah. Als ein Prophet von Allah. Aber er sah das Positive, sagt, ja, jetzt habe ich kein Ableckungspotenzial mehr. Ich freue mich. Und er sagte, und wenn der Scheitan das wüsste, er wäre neidisch auf mich. Und Allah Ta'ala, er informierte den Scheitan, und der Scheitan, er wurde wütend, als er dies hörte. Das berichtet Ibn Kathir. Das ist ein Vorteil, liebe Geschwister. Es ist ein Vorteil, von gewissen Gaben der Dunya ausgeschlossen zu sein, denn sie sind zumindest potenziell gefährlich. Nicht immer entfaltet sich die Gefahr. Manche werden geschützt, manche schützen sich, aber für manche ist es doch eine Gefahr, derer sie nicht widerstehen können. Und für die Propheten, liebe Geschwister, ist irdisches Leid kein Problem. Irdisches Leid ist für sie niemals ein Problem. Was für sie ein Problem ist, ist die potenzielle Entfernung von Allah. Deswegen, als Yusuf a.s. seine Situation, betrachtet, sagt er, oh Allah, das Gefängnis ist mir lieber. Lieber gehe ich ins Gefängnis. Da habe ich meine Ruhe. Anstatt dass er in einer Situation ist, die ihn möglicherweise verführen könnte. Ja, möglicherweise verführen könnte. Das heißt, irdisches Leid, liebe Geschwister, so sei es. Wir suchen nicht danach und wir versuchen es zu ändern. Aber wenn es uns bestimmt ist, ist kein Problem. Das können wir daraus lernen, liebe Geschwister, aus dem Leben von Ayub. Und weiter, liebe Geschwister, von all den Menschen, die, sagen wir mal, es sei ein Dorf gewesen und keine Stadt, all die Menschen um Ayub herum, um Ayub a.s. herum, und nur drei Menschen, die ihm treu sind, und sie wussten, er ist der Gesandte Allahs, und er verbrachte sehr viele Jahre unter ihnen, und ihr wisst, wie Propheten sind, sympathisch. Man sucht ihre Nähe. Sie riechen gut. Ja? Sie strahlen das Licht Allahs, was Allah ihnen gegeben hat, aus ihren Herzen, aus ihren Gesichtern. Und man sucht die Nähe dieses Lichts und die Wärme dieser Personen. Aber nur drei Personen blieben ihm treu, subhanallah. Was wir daraus lernen können, liebe Geschwister, so mancher weltlicher Vorteil bringt heuchlerische Freunde und heuchlerische Kontakte mit sich. Und wenn man dann diese weltliche Gabe verloren hat, ist es wie ein Filter. Wer bleibt bei einem? Wer steht zu einem? Wer ist für einen da in der Zeit der Not? Wer ist für einen da, wenn andere einen verlassen haben? Vor vielen Jahren, genau genommen 13, ich kann mich sehr gut an diese Begegnung erinnern, das ist eine sehr besondere Begegnung, die ich in meinem Leben hatte. Ein Bruder ersprach mir diese Worte. Er sagte, und wenn die ganze Welt dich verlassen hat und dich verstoßen hat, findest du bei mir Geborgenheit. Subhanallah. Diese Worte, sie sind eingraviert in meinem Herzen. Ich habe diese Person genau zweimal in meinem Leben gesehen. Aber es war eine sehr, sehr innige Beziehung zwischen uns, zwischen dem Bruder und mir. Und bei der zweiten Begegnung sprach er diese Worte. Und sie geben mir bis heute Trost. Wahrscheinlich werde ich diesen Bruder nie wieder sehen, der lebt gar nicht in Deutschland, aber trotzdem geben diese Worte Trost. Drei Personen, die bei Ayub gewesen sind, subhanallah. Das heißt, der Rest, ja, eigentlich alhamdulillah, dass man den Rest los wurde, auch wenn man für diesen Filter einen gewissen Preis zahlen musste. Und subhanallah, dazu möchte ich noch eine, manchmal brauchen wir Geschichten. Abu Huraira, wir wissen, Allah möge ihm zufrieden sein, er war ein Gelehrter und ein Asket. Er lebte 4 Jahre in der Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl er Heiratsangebote hatte und Geschäftsangebote hatte, ja, aber wollte lieber mit dem Propheten in der Moschee leben, und wir wissen ja auch, er überlieferte am meisten Ahadithe. Aber das machte ihn nicht in irgendeiner Form arrogant, sondern im Gegenteil, er mochte es, Scherze zu machen. Ja? Er wurde später Gouverneur von Medina, und er pflegte dann auf einem Esel zu reiten, ja, und so den Boss zu spielen, um die Leute ein bisschen zu belustigen. Und zu sagen, hey, geh mir aus dem Weg, ich bin der Gouverneur von Medina.
Und das war witzig, versteht ihr? Stellt euch vor, jemand nimmt so einen Kleinwagen, ja, so einen kleinen Fiat oder, ja, und dann ja, sitzt er dort, wie man in einer großen Limousine sitzt, ja. Und so brachte er die Menschen zum Lachen und gleichzeitig zum Nachdenken. Und eines Tages war er zu einem Fest eingeladen. Ibn Qayyim berichtet es in seinem Buch Miftah Dar As-Sa'ada. Er war zu einem Fest eingeladen und er war ein gewöhnlicher Mensch. Er kam und die Organisation, also die Gästebetreuung, ja, sah ihn und sagte, geh. Er war ganz normal gekleidet und ja, sie erkannten ihn nicht. Was hätte er jetzt machen? Ich bin Abu Huraira. Allah Ta'ala hat mich geehrt dadurch und dadurch und dadurch. Ja? Ich werde deinem Vorgesetzten sagen, du wirst nie wieder Arbeit in Medina finden. Ja? Und so weiter. Nein, er ging einfach. Er ging einfach. Und dann hat er sich überlegt, er wird die Menschen belustigen und sie belehren gleichzeitig. Und er wusste, woran es lag. Kleider machen Leute. Dann zog er sich fein an und natürlich die Leute. Ja, dann ging er rein und beim Buffet, oder als es dann, es gab kein Buffet, als es dann das Essen gab, ja, nahm er Brot und tat es sich in seine Kleidung rein. Die Leute, sie waren ja, irritiert. Abu Huraira, was macht er? Radiallahu anhu. Und er sagte, wegen meiner Kleidung bin ich hierher gekommen, deswegen verdient sie das Essen. Ja? Drüber nachdenken. Die Prüfung ging noch weiter. Jetzt habt ihr Alhamdulillah drei Menschen. Eure eigene Ehefrau, die dazu zählt, und zwei Freunde, die euch 18 Jahre begleitet haben. Es ist nicht tröstend, aber wisst ihr was? Selbst unter diesen beiden gab es Schwäche. Eine Person, sie sagt, und Bukhari überliefert das, die Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eine von diesen beiden wurde dann schwach, nachdem sie Ayub Jahrzehnte kannte. Aber weil sie die Religion nicht richtig verstanden hat, wurde sie schwach. Und er sagte, du, zum anderen, ich glaube, Ayub hat irgendeine Sünde begangen, die zuvor nie jemand begangen hat. Warum hilft ihm Allah nicht nach all diesen Jahren, nach 18 Jahren? Der andere war schockiert. Und er sagte, das werde ich morgen Ayub oder später Ayub berichten, dass du das gesagt hast. Ja? Im Sinne von, da muss man drüber sprechen. Ja? Was sagte Ayub alaihi salam? Ayub sagte alaihi salam, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und er erwähnte eine Begebenheit, dass er einmal an zwei Männern vorbeiging, die gestritten haben und beide nannten den Namen Allahs. Ihr kennt das so. Wallahi dies, wallahi das, achi dies und so weiter. Ja? Und es hat ihm wehgetan, dass Allahs Name genannt wird in einer so lächerlichen Situation. Ja? Und irgendeiner liegt ja falsch. Das heißt, irgendwo ist eine Sünde mit involviert. Zwischen diesen beiden Leuten. Was hat Ayub gemacht? Ja? Er ging nach Hause und er bat für beide um Vergebung. Ja? Ich bin das nochmal durchgegangen mit einem Gelehrten. Hat Ayub in irgendeiner Form gesündigt? Weil ich habe da gar keine Sünde dran erkannt. Aber als ob er auf die Person antwortete. Und der Gelehrte bestätigt mir, nein, das war keine Sünde von Ayub, alaihi salam. Das zeigt im Gegenteil seine Barmherzigkeit, dass er für sein Volk um Vergebung bittet. Ja, das heißt, warum wurde diese Person, die 18 Jahre plus die Jahre zuvor mit Ayub Zeit verbrachte, schwach? Und diesen Fehler haben sehr viele Menschen gemacht. Ja? Max Weber hat ein Buch darüber geschrieben. Ja? Dieses Buch heißt Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Dass man davon ausgeht, dass wenn jemand reich ist, automatisch Gottes Gnade bekommen hat. Dass das ein Zeichen dafür ist, dass Gottes Gnade an dieser Person erfüllt wurde. Ja? Das ist der Fehler. Das ist eine ganze, ja, ein Strang der Soziologie hat sich mit diesem Phänomen befasst. Nicht nur in der Theologie. Ja? Und was lehrt uns das, liebe Geschwister? Wer wären wir gewesen? Wären wir unter den Hunderten gewesen, die Ayub überhaupt nicht besucht hätten, obwohl er der Gesandte Allahs ist? Ja? Und im besten Fall, wenn wir noch zu den beiden gezählt hätten, ja, wir 450 gleichzeitig zu diesen beiden gehört hätten, ja? Wer wären wir gewesen? Der Treue von beiden oder derjenige,
der schwach wurde. Allahu a'lam. Inshallah werden unsere Herzen nach und nach reiner. Übrigens, die große Mehrheit der Gelehrten sagt, dass die Propheten keine großen Sünden begehen können. Nur seltenst klitzekleine. Was denkt die Minderheit der Gelehrten? Passt auf, was ihr sagt oder was ihr denkt. Ja? Denn die Minderheit der Gelehrten sagt auch, dass die großen Sünden unmöglich sind für die Propheten, aber sie schließt sogar kleine Sünden aus. Tatsächlich. Ja? Die Mehrheit der Gelehrten, und warum sagt die Minderheit der Gelehrten das, dass selbst kleine Sünden, die seltenst zwei, dreimal vielleicht im Leben, ja, von Jahrzehnten, sie sagt, das widerspricht dem Auftrag, weil die Menschen sollen den Propheten folgen. Die Mehrheit hat geantwortet, aber diese klitzekleinen, seltenen Sünden, Allah Ta'ala hat sie aufgedeckt und korrigiert und die Propheten haben dann um Vergebung gebeten und waren darin dann ein Vorbild, dass sie um Vergebung gebeten haben. Und dies widerspricht auch nicht, wie die Minderheit sagt, der Perfektion der Propheten. Denn Allah Ta'ala liebt es, wenn jemand um Vergebung bittet. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Der zweite, der 222. Vers in der Alhamdulillah zweiten Sure. Merkt euch viermal die zwei, ja, und dann wisst ihr, dass Allah Ta'ala die Bereuenden liebt und diejenigen, die versuchen, sich zu reinigen, ja, innerlich wie auch äußerlich. Das heißt, das ist eine gute Tat, dass man um Reue, also dass man bereut und um Allah Ta'alas Vergebung bittet. Ja? Wir halten also fest, das war keine Sünde, die diese Prüfung von Allah Ta'ala nach sich gezogen hat. Was es gewesen ist, ist in den folgenden Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam enthalten. Der Prophet sagte: Yubtala ar-rajulu ala qadri dini, fa in kana fi dinihi salaba zida fi bala'i. Die Person wird gemäß ihrer Religiosität geprüft. Umso religiöser du bist, umso härter wirst du auch geprüft. Und der Prophet sagte, also ist seine Religiosität stark, dann wird auch die Prüfung erhöht. Dann wird auch die Prüfung erhöht. Und er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. Dass die in Konsequenz am härtesten Geprüften die Propheten sind. Und nach ihnen die Rechtschaffenen. Und dann diejenigen, die ihnen ähnlich sind, gefolgt von denjenigen, die letzteren ähnlich sind. Das heißt, umso rechtschaffener du bist, umso härter wird letztendlich auch deine Prüfung ausfallen. Das heißt, wir sollen uns befreien davon, zu denken, ah, noch diese und jene Prüfung überstehen, und dann genießen wir. Oft schleicht sich das bei uns Menschen ein. Sondern vielmehr sollen wir sagen, Allah hat diese und jene Prüfung für mich vorgesehen. Inshallah werde ich eine kleine Pause genießen, eine gewisse Ruhe, eine Erleichterung. Ja, inna ma'al usri yusra, wahrlich mit der Erschwernis geht die Erleichterung einher. Ja. Aber danach wird es noch eine weitere Prüfung geben. Und wahrscheinlich wird sie härter als die, die ich jetzt gerade trage. Denn inshallah gehe ich davon aus, oder ich gehe davon aus, dass mit der Hilfe Allahs mein Iman steigt und damit wird auch der Grad der Prüfung erhöht bei Allah Ta'ala. Diamanten, liebe Geschwister, sehr begehrt. Ja, der Werbespot seit Jahrzehnten sagt, dass Diamanten der beste Freund einer Frau sind. Ja, das teilen wir nicht, aber wir sehen, dass Diamanten wirklich sehr begehrt sind. Was macht eigentlich einen Diamanten? Wie entsteht überhaupt ein Diamant? Es ist der Druck, liebe Geschwister, der aus Kohle den Diamanten macht. Ein Diamant ist nichts anderes als Kohle. Ja, Kohlefasern. Schlag das nach. Aber der Druck macht aus dieser Kohle einen Diamanten. Allah Ta'ala beschrieb Ayyub mit den folgenden Worten. Innahu awwab. Er gehörte zu denjenigen, die immer umkehren.
Aber wir wissen, ein Prophet begeht entweder gar keine Sünde nach der Minderheit der Gelehrten oder nach der Mehrheit der Gelehrten, seltenst eine klitzekleine. Ja? Klitzekleine. Und das sind Dinge, die würden wir noch nicht mal wahrnehmen. Ja? Das sind Dinge, die würden wir noch nicht einmal wahrnehmen. Aber für den Propheten wäre es etwas. Warum beschreibt Allah ihn als Awwab, als jemand, der ständig bereute, umkehrte zu Allah Ta'ala? Können wir uns an die Geschichte erinnern von den beiden Männern, die Allah Ta'alas Namen in einem Streit verwendeten? Und was tat Ayyub? Er ging nach Hause und er bat um Vergebung. Nicht für sich, sondern für die anderen. Jemand, der ständig um Vergebung bittet, jemand, der ständig umkehrt und sei es für andere, der verdient auch die Beschreibung, ein Awwab zu sein. Das heißt, dass man gleichzeitig um Vergebung bittet und sündenfrei ist, beziehungsweise klitzekleine Sünden seltenst begeht. Das geht einher, liebe Geschwister. Ayyub sprach, wie Allah Ta'ala es im Koran festgehalten hat, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Oder als Ayyub rief, oh mein Herr, oder als er seinen Herrn anrief, mich hat Unheil widerfahren und du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Das sagte er wann? Nach 18 Jahren. Das heißt, in diesen 18 Jahren hat Allah nicht um Erleichterung gebeten. Nicht um Befreiung von all dem Übel, was er erfahren hat. Aber nach 18 Jahren war es soweit, dass er gesagt hat, oh Allah, du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Mich hat Unheil getroffen. Ja, im Sinne von, nimm es weg von mir. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرْ. Und so haben wir ihn erhört und das Übel von ihm hinweggenommen. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Und wir haben ihm seine Familie wiedergegeben und noch einmal die gleiche Zahl dazu, als Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für diejenigen, die uns dienen. Wir haben, liebe Geschwister, von den Gelehrten die Berichte der vorherigen Schriftbesitzer weitergetragen bekommen, aber wir können nicht sicher sein, ja, wie genau Allah Ta'ala diese seinigen Worte erfüllte. Manche Gelehrte sind der Auffassung, dass Allah Ta'ala die bereits toten Familienmitglieder von Ayyub lebendig hat werden lassen. Ja? Und Mujahid sagt, dass Ayyub a.s. von Allah ein Angebot bekommen hat. Er sagte, deine Familienmitglieder sind im Paradies. Wenn du möchtest, werde ich sie im Diesseits wieder lebendig für dich machen und du wirst dann später mit ihnen das Paradies betreten. Oder du gründest eine neue Familie. Und dass Ayyub sich für das Letztere entschieden hat, lass meine Familie im Paradies, ja? Und später werden wir Familienzusammenführung im Paradies haben. Beide Meinungen sind unter den Großgelehrten, wie Ibn Kathir berichtete, vorhanden. Ayyub a.s., er hat also seine Familie wiederbekommen. Und weiterhin sagte Allah Ta'ala, Urkud bi rijalik hadha mughtasalun baridun wa sharab. Tritt kräftig mit deinem Fuß auf, da ist kühles Wasser zum Waschen und zum Trinken. Er wusch sich und all seine äußerlichen körperlichen Leiden sind verschwunden. Und er trank das Wasser und all seine innerlichen körperlichen Leiden sind verschwunden. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Und dies zieht sich wie ein roter Faden durch den Koran. Wenn Allah Ta'ala auf wundersame Weise die Lage von jemandem ändert, von Maryam, alayhi salam, sie sollte an einem Palmenstamm schütteln. Ja, da gibt es nichts zu schütteln. Nuh, alayhi salam, die Sintflut mit Wellen so hoch wie Berge. Trotzdem sollte er ein Holzschiff bauen.
Jeder muss einen kleinen Beitrag leisten. Musa alaihi salam, er sollte mit seinem Stock auf die Erde schlagen oder aufs Meer schlagen, damit das Meer sich teilt. Und wie gesagt, es gibt weitere Berichte. Allah Ta'ala hätte Ayub einfach so heilen können. Aber mindestens mit dem Fuß sollte er auf die Erde treten. Jeder von uns muss einen Beitrag leisten, egal wie hoffnungslos seine Lage ist. Trotzdem muss jeder von uns einen Beitrag leisten, liebe Geschwister. Und sei er symbolisch, wie in diesem Fall. Und Allah Ta'ala wiederholt hier in ähnlicher Formulierung der eine Vers, Rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin, eine Barmherzigkeit von uns und eine Ermahnung für die Gottesdiener. Und hier Rahmatan minna wa dhikra li ulil albab, eine Barmherzigkeit von uns und eine Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. Und das eine muss mit dem anderen zusammenhängen. Du kannst nicht nur die Religion verstehen, aber kein Gottesdiener sein, kein Abid sein. Kein Abt sein. Sondern Verständnis geht immer mit dem Tun, mit dem Dienen einher. Und umgekehrt, manche dienen Allah, aber sie kümmern sich nicht darum, ihre Religion zu lernen und zu verstehen. Und dann missverstehen sie teilweise. Und unter den Großgelehrten gab es auch solche, die gesagt haben, lernt. Denn manche, die sich dem Gottesdienst stark gewidmet haben, haben ihre Schwerter gegen die Prophetengefährten erhoben. Damit sind die Khawarij gemeint. Ja? Eine Prüfung unserer Zeit. Wissen und Dienerschaft, liebe Geschwister, geht immer einher. Verständnis und Taten geht einher. Ibn Kathir sagt, Allah Ta'ala sagt im Koran, und Ibn Kathir kommentiert dies, Inna wajadnahu sabiran ni'amal 'abd. Wir haben ihn vorgefunden als einen geduldigen, vortrefflichen Diener. Und Ibn Kathir, der kommentiert dies, damit, dass Ayub ein Beispiel, zu einem Beispiel von Allah Ta'ala gemacht wurde, damit die Geprüften wissen, dass sie nicht im Stich gelassen werden, sondern dass sie gemäß dem Vorbild von Ayub das Schicksal zu akzeptieren haben und versuchen sollen, die Prüfung zu bestehen. Im Wissen auch, dass Allah Ta'ala dies für sie vorgesehen hat und dass er weise in dem ist, wie er seine Diener prüft. Das sind die kommentierenden Worte von Ibn Kathir. Und er sagt weiter als Lektion dafür, dass die Standhaftigkeit immer eine Lösung und einen Ausweg nach sich zieht, gemäß den bekannten Worten von Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Und wer Ehrfurcht vor Allah hat, dem bereitet Allah einen Ausweg und er versorgt ihn auf eine Art und Weise, mit der er nicht gerechnet hat. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, auch eine weitere Lektion aus der Geschichte Ayubs, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Es wird berichtet, dass als Allah Ta'ala Ayub heilte und ihm seine Familie wiedergab, dass er dann auf ihn hat herabregnen lassen Heuschrecken aus Gold und Silber. Und Ayub, alayhi salam, er sammelte diese Schmuckstücke auf und er hörte nicht auf, sie einzusammeln, ja? Und Allah Ta'ala, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns weitergab in einem authentischen Hadith in Bukhari festgehalten, Allah Ta'ala sprach, Ya Ayyub, amma tashba', o Ayyub, wirst du nicht satt? Und Allah Ta'ala, jede Frage ist eine rhetorische Frage bei Allah Ta'ala. Und Ayyub, wisst ihr, was er gesagt hat? Ya Rabbi, wa man yashba'u min rahmatik. O mein Herr, und wer wird satt von deiner Barmherzigkeit? Ayub war nicht hinter dem Gold her, sondern weil es von Allah kam, deswegen hat er es als Barmherzigkeit aufgenommen. Und das wissen wir, weil er 18 Jahre lang ohne Allah um Erleichterung zu bitten
die härtesten Prüfungen auf sich genommen hat. Und so wie er diese von Allah angenommen hat, hat er dann auch die Genüsse von Allah Ta'ala, die er ihm gegeben hat in dem Moment, mitgenommen. Sagt, es ist eine, weil es eine Baraka von Allah ist. Weltlich hat er dafür keine Verwendung. Er hat kein Business gemacht. Gold hat ihn nicht interessiert. Aber weil es von Allah kam. Und so lernen wir auch daraus, dass wenn Allah Ta'ala uns einen Genuss ermöglicht hat und er ist halal, dann dürfen wir ihn annehmen und im Guten auch verwenden. Ja, weil viele die Geschichte von Ayyub vielleicht auch missverstehen und nur als vorbildliche Leidensgeschichte. Deswegen war es wichtig, dass wir auch dies von Ayyub sehen und berichtet bekommen über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir die Dunya, wenn wir sie bekommen, die Genüsse, wenn wir sie bekommen, in unseren Händen haben und nicht im Herzen. Es gab einige Schüler, wie Ibn Qayyim in seinem Buch über Dankbarkeit und Geduld berichtet, die wollten ihren Lehrer testen. Und eines Tages sagten sie ihm, der Lehrer, er war selbstständig, um seine Lehre auch finanzieren zu können, sie sagten ihm, hast du die Nachrichten gehört? Die Handelsschiffe von dir, es gibt keine Rückmeldung. Sie waren nicht am Hafen, wie sie hätten sein können. Ja? Der Gelehrte sagt, habe ich gehört. Und er machte mit seinem Unterricht weiter. Und sie sahen bei ihm keine Spuren von Betroffenheit. Und ein paar Wochen später, als es Nachrichten gab, dass die Schiffe dort und dort in dem und dem Hafen angekommen sind aufgrund von einem Unwetter und von Verzögerungen und sie ihm dies berichteten, sagte der Gelehrte, okay. Und er unterrichtete weiter. Und sie sahen in ihm keine Freude. Warum? Weil sein Herz nicht betroffen war. Ja, das läuft sozusagen nebenbei. Wir kümmern uns um unsere weltlichen Aufträge, aber unser Herz, liebe Geschwister, wird davon nicht betroffen. Ich möchte zusammenfassen, liebe Geschwister, Allah hat entschieden, uns zu prüfen. Und das müssen wir annehmen. Und wir werden geprüft gemäß der Stärke unseres Dienstes, unserer Religiosität. Und wir sollen dankbar für diese Prüfungen sein und versuchen, das Positive aus diesen Prüfungen zu entnehmen. Und wir dürfen Allah auch um Erleichterung bitten. Und wir müssen noch keine 18 Jahre warten, liebe Geschwister. Ayyub ist da ein Sonderbeispiel. Ja, Ayyub ist da ein Sonderbeispiel. Und ein glückliches Ende ist nahe. Wenn Allah will, liebe Geschwister, ist dieses glückliche Ende nahe. Wir sollen nicht nach oberflächlichen Kriterien Menschen beurteilen. Wir sollen uns fragen, wer wären wir gewesen? Diejenigen, die sogar einen Propheten aus der Stadt vertreiben oder diejenigen, die einen Propheten in seiner Prüfung unterstützen. Und wahrer Reichtum ist an und für sich keine Gnadenmitteilung von Allah, wie auch umgekehrt eine Armut oder ein Geprüftsein von Allah Ta'ala kein Verlassensein von ihm bedeutet. Ja, das muss man näher begutachten. Ich möchte nun mit einer Herausforderung abschließen. Imam Ja'far As-Sadiq, er wurde gefragt, was Charakter bedeutet. Und er sagte, was denkst du zum Schüler? Und der Schüler sagte, er freute sich, ja, er sagte, Charakter bedeutet, wenn man etwas bekommt, dankbar ist und wenn man es vorenthalten bekommt, dass man geduldig ist. Und Ja'far As-Sadiq sagte, so sind die Hunde Medinas. So sind die Hunde Medinas. Und der Schüler, tatsächlich, Hunde sind so. Ja, die Hunde Medinas sind so. Ja, auch die von Frankfurt teilweise. Ja. Und er sagte, lehre mich. Und Ja'far As-Sadiq, er sagte, Charakter bedeutet, dass wenn du etwas bekommst, es weitergibst. Und wenn du es vorenthalten bekommst, dankbar bist. Dass wir uns in diese Richtung bewegen.
Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. Wir bitten dich, oh Allah, bitte reinige unsere Herzen. Bitte füge sie zum Herz der Umma zusammen. Bitte erleichtere uns unsere Prüfungen. Oh Allah, bitte lasse uns Lektionen daraus ziehen und diese umsetzen. Lass uns unser Gebet lieben und Sehnsucht danach haben. Vergib uns unsere Sünden und die unserer Eltern und unserer Geschwister im Glauben. Recht leite all diejenigen, denen du Gutes siehst, oh Allah. Oh Allah, schenke uns Trost weiterzuleiten. Schenke uns unser Vermögen weiterzuleiten. Schenke uns für die Unterdrückten und Verzweifelten und Bedürftigen und Armen und Kranken einzusetzen. Oh Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und schenke uns Schutz und Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.